Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Bob der Bademeistergeschichte. Schaumparty im Schwimmbad. Mal sehen, was passiert. So Jungs, heute ist das große Pandido City Schwimmbad Jubiläum. Und wie ihr wisst, haben wir heute noch einiges zu tun. Ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt an. Thomas, du sorgst dafür, dass dein Stand ansehnlich ist und dass du auch von allem genug da hast. Wir erwarten heute einen großen Ansturm an Besuchern. Kein Problem, Fräulein Bademeisterin. Ich wusste ja, dass heute das Jubiläum ist und habe schon alles vorbereitet. Ich muss nur noch die Regale einräumen. Da kann nichts schief gehen, keine Sorge. Okay, sehr gut. Und Bob, du sorgst bitte dafür, dass das gesamte Schwimmbad sauber ist. Überprüf die Rutsche und den Sprungturm und schau bitte, dass nirgendwo Müll rumliegt. Oder etwas anderes, an dem sich die Kinder verletzen können. In Ordnung? Natürlich, wird gemacht, Fräulein Bademeisterin. Kein Problem. Sehr gut. Und wenn du alles erledigt hast, komm bitte nochmal zu mir. Na dann, Jungs, an die Arbeit. So, mal schauen. Also, die Slushy-Maschine ist gefüllt, das Eis ist bereit, Taucherbrillen und anderes Equipment lege ich jetzt aus und dann muss ich die Regale nur noch mit der frischen Ware befüllen. Dann bin ich für den Ansturm gerüstet. Na, dann will ich mal keine Zeit verlieren. So, das wär's schon. Jetzt kann die Kundschaft kommen. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Zuerst mal mache ich das Schwimmbad sauber, wie Fräulein Bademeisterin gesagt hat. Zum Glück habe ich ja noch meine coole neue Reinigungsmaschine. Damit geht das rucki-zucki. Los geht's! Okay, die Leiter ist intakt, der Turm ist intakt, die große weiße Rutsche ist intakt und die gelbe ebenso. Drüben beim Sprungturm habe ich auch schon alles kontrolliert. Gut, dann werde ich jetzt mal noch den Müll aufsammeln. Oh Mann, wie sieht das denn aus hier? Weg mit dem Müll. Weg, 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 weg. Okay, alle Aufgaben werden ordnungsgemäß erledigt. Dann gehe ich mal zur Fräulein Bademeisterin. Mal schauen, was sie noch so hat. Das sieht ja wirklich gut aus. Das hat Bob wirklich nicht schlecht gemacht. Fräulein Bademeisterin, Fräulein Bademeisterin. Ja, Bob, was ist? Bist du fertig mit deinen Aufgaben? Das hast du wirklich gut gemacht. Alles blitzt und glänzt. Ja, ich bin soweit fertig. Schwimmbecken ist geputzt, alle Rutschen und Sprungtürme und Leitern sind kontrolliert und der Müll ist aufgesammelt. Also, das war's, ich bin durch. Sehr gut, Bob. Aber eine Aufgabe hätte ich da noch für dich. Wir hatten doch vorgehabt, heute eine große Schaumparty zu machen. Als Überraschung für die Kinder. Aber bisher haben wir noch keinen Schaum organisiert. Könntest du das bitte machen? Wir brauchen genug Schaum, damit beide Becken ausreichend gefüllt sind. Ah, und etwas für die Rutsche wäre auch nicht schlecht. Die Kinder sollen ja schließlich Spaß haben. Und wenn sie rutschen oder in den Schaum springen wollen, dann soll auch genug davon da sein. Ja, natürlich, Fräulein Bademeisterin. Ich schaue sofort, dass ich welchen bestelle. Okay, dann mal schauen. Kriege ich denn jetzt am besten Schaum her? Aber wie auch immer, auf jeden Fall bin ich danach erstmal fertig mit meinen Aufgaben. Okay, mal sehen. Wo kriegt man den Schaum her? Ich hab's. Ich rufe im Seifengroßhandel an. Ja, hallo? Bin ich da bei Seifenblasen und Partner? Ich bin Bob, der Bademeister aus dem Schwimmbad in Pandido City. Ich brauche Schaum, und zwar ganz viel. Mindestens so viel, um 2 große Schwimmbecken zu füllen. Und am besten in einer Stunde. Wie bitte? Schaum für 2 Schwimmbäder? Nee, also so viel haben wir wirklich nicht da. Das tut mir leid. Da müssen Sie woanders nachfragen. Na gut. Okay, wir können hier noch nachfragen. Ach, ich weiß, im Drogeriemarkt. Da haben die doch immer Rasierschaum. Der örtliche Drogeriemarkt von Pandido City, hallo? Ja, guten Tag, hier ist Bob der Bademeister aus dem Schwimmbad in Pandido City. Ich bräuchte bitte genug Rasierschaum, um damit 2 Schwimmbäder zu füllen. In einer Stunde, wenn's geht. Rasierschaum für 2 Schwimmbecken? Nein, nein, tut mir leid. So viel können wir wirklich nicht auftreiben. Fragen Sie am besten woanders nach. Oh Mann, oh, das ist ja viel schwerer, als ich dachte. Wo soll ich denn jetzt bitte so viel Schaum herkriegen? Schaum, 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 Schaum. Ah, ich habe eine Idee. In Feuerlöschern ist auch Schaum drin. Okay, aber einer wird aber nicht reichen. Kriege ich denn genug Feuerlöscher her? Feuerlöscher, Feuerlöscher. Ah, ich hab's, Ben. Ben ist doch Feuerwehrmann. Den rufe ich mal an. Feuerwehrhauptmann Ben, hallo? Hallöchen Ben, hier ist Bob der Bademeister. Ich bräuchte deine Hilfe, es geht um Feuerlöscher. Und da dachte ich, du bist doch der richtige Mann dafür. Feuerlöscher, ja, das ist genau mein Metier. Aber warte mal, ich habe hier einen Fachmann, der sich exzellent mit Feuerlöschern auskennt. Sekunde. Manni, komm mal her bitte. Da bin ich, Chef, was gibt's? Bob hat mich gerade angerufen. Er sagt, er braucht einen Experten für Feuerlöscher. Du bist genau der richtige Mann dafür. Feuerlöscher? Ja, natürlich, da kann ich bestimmt helfen. Hallöchen, Manfred hier, was gibt's? Hi Manni, hier ist Bob der Bademeister. Wir machen heute eine große Schau.
Schaumparty und ich brauche Schaum für 2 Schwimmbäder. Meinst du, das kriegen wir hin mit Feuerlöschern? Schaum für 2 Schwimmbäder, oh Mann. Aber gut, ich bin ja der Richtige für. Meine Feuerlöscher schaffen das. Ich schau mal, was ich hinkriege. Oh, super. Vielen, vielen Dank, Manni. Bis später dann. Okay, wollen wir mal schauen. Feuerlöscher. Mal sehen, wo ich noch welche finde. Okay, nicht schlecht. Wo gibt's denn noch mehr? Feuerlöscher, Feuerlöscher, Feuerlöscher. Kommt alle her, meine geliebten Feuerlöscher. Das reicht noch nicht. Vielleicht habe ich im Lager noch welche. Okay, super. Und ich glaube, im Hauptfahrzeug sind auch noch welche. Einen habe ich mindestens unter meinem Kopfkissen. Ah, stopp mal. Im Buggy war ja auch noch einer. Feuerlöscher, Feuerlöscher, Feuerlöscher. Und in der Küche. Ja, ja, das sind 2. Das weiß ich. Okay, ich denke, das sollte genügen. Mal sehen, was Bob dazu sagt. Mehr kann ich jetzt aber echt nicht auftreiben. Okay, Bob, da bin ich. Also, das hier sind alle Feuerlöscher, die ich auftreiben konnte. Mehr geht leider echt nicht, aber ich denke, das sollte reichen. Haha, bei Feuerlöschern bin ich dein Mann. Wow, das sind echt viele Feuerlöscher. Mann, oh Mann. Vielen Dank, Manfred. Gut, dann fange ich jetzt direkt mal an, die Becken einzuschäumen. Ah ja, hahaha. Okay, ja, der scheint gut gefüllt zu sein. Also dann, Schaummarsch. Oh, der scheint schon leer zu sein. Naja, zum Glück hat Mann ja genug mitgebracht. Okay, und das nächste Becken. Schaummarsch. Okay, und jetzt rückwärts hier Rutsche runter, damit auch die voller Schaum ist. Wer sagt denn, dass Bademeister keinen Spaß haben dürfen? Und Abfahrt! Wow, Feder war ich gelandet. Okay, soweit so gut. Und weiter. Okay, ich glaube, das war's. Das war auch der letzte Feuerlöscher. Glück gehabt. Es braucht echt ganz schön viele Feuerlöscher, um einen Schwimmer zu füllen. Zum Glück hat Manni so viele besorgen können. Na gut, dann mal ab zu Fräulein Bademeisterin. Dann können wir das Schwimmbad ja jetzt eigentlich eröffnen. Und Thomas, alles bereit? Ist dein Stand gut gerüstet für den Ansturm? Ja, ist alles okay, Fräulein Bademeisterin. Der Slushy ist süß, das Eis ist kalt, die Regale gefüllt, kann losgehen. Perfekt, dann muss nur noch Bob fertig werden. Ich bin fertig, Fräulein Bademeisterin. Ist alles bereit, wir können die Tore öffnen. Ah, super, Bob. Dann öffne jetzt die Tore und erkläre das Jubiläumsfest für eröffnet. Wir wollen rein. Hallo, liebe Gäste. Das Schwimmbad wird in wenigen Minuten eröffnen. Ich lasse euch jetzt alle rein, aber bitte noch nicht in die Becken gehen. Erst auf mein Kommando, okay? Ja, einverstanden. Okay. Schaum. Okay, alle mal hergehört. Bitte noch nicht in den Schaum gehen. Wie ihr alle wisst, ist heute das große Pandido City Schwimmbad-Jubiläum. Deshalb veranstalten wir heute eine große Schaumparty. Kühle Slushy sowie Taucherbrillen, Equipment, Süßigkeiten und jede Menge Eis findet ihr bei Thomas am Imbiss. Und wie immer, nicht schubsen, nicht drängeln, nicht rennen und nicht kampeln. Und Vorsicht, wenn ihr vom Beckenrand springt, dass niemand vor euch im Schaum ist. Das ist heute eine große Ausnahme. Okay, dann erkläre ich hiermit das große Schwimmbad-Jubiläumsfest eröffnet! Juhu! Platz da! Hier komm ich! Vorsicht! Ich kann fliegen! Platz da! Ich mache ein Körper! Ich hab Schaum in der Nase! Oh nein, ich stecke fest! Ach naja, hier oben ist auch witzig! Ich hätte gern ein Super-Mega-Slushy! Ein Super-Mega-Slushy! Alles klar, kommt sofort daher! Hier, bitte. Hui, dankeschön. Vorsicht da hinten. Bitte nicht vom Beckenrand springen, wenn ihr nicht sehen könnt, ob jemand vor euch ist. Du da, nimm den Fuß aus seinem Gesicht. Nicht drängeln da drüben, es ist rutschig durch den Schaum. Hey, du da, Junge, zieh die Hose wieder hoch. Und Bob, wie läuft es? Oh, Fräulein Bademeisterin. Oh, Entschuldigung, Fräulein Bademeisterin. Ja, sieht gut aus. Das Schwimmbad ist voll, es gibt keine Verletzten. Alle Kinder sind begeistert. Läuft super. Sehr gut, Bob. Weiter so. Dann scheint das Fest ja wirklich ein Erfolg zu werden. Hier, bitteschön. Danke. Ich hab einen Slushy. Das Jubiläum läuft ja echt fantastisch. Hey, wer war das? Na, warte du. Die Party ist im vollen Gange. Und niemand wird auf mich achten. Diesmal kriege ich diese Kasse und keiner wird mich aufhalten. So, sie gehört mir. Jetzt schnell abhauen. Hey, Mister. Was machst du da? Was? Wer war das? Was machst du da? Du arbeitest da nicht. Lass die Kasse stehen. Oje. Ich wurde erwischt. Okay, ich muss schnell abhauen. Nichts wie weg. Was, ein Dieb? Ach, der schon wieder? Ich glaub's ja nicht. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Das ist Johnny. Du wirst mir nicht entkommen. Ich ruf sofort die Polizei. So leicht kriegen die mich aber nicht. Hey, du, stehen bleiben. Okay, andere Richtung. Kommando zurück. Wohin? Okay, ich kletter hoch.
Boah, die Rutsche ist ja auch voll Schaum. Na toll, da komme ich gar nicht runter, ohne stecken zu bleiben. Ha, haben wir dich. Sitz in der Falle. Oh du, das ist nicht so, wie es aussieht. Bin nur zufällig vorbeigekommen und ja, ich wusste ja auch gar nicht, dass die Kasse jemandem gehört. Ich will die nur gerade zum Fundbüro bringen, ja, ja. Das stimmt nicht. Die Kasse gehört Thomas und du hast sie gestohlen. Komm ja nicht näher, Kleiner. Die Kasse gehört Thomas, du hast sie gestohlen, du bist ein Dieb. Gib's ihm zurück. Ich bin kein Dieb. Doch, das bist du. Nein, das bin ich nicht. Komm nicht näher, du kannst mir nichts beweisen und... Oh, oh. Ah! Haltet den Dieb! Er hat die Kasse vom Imbissstand geklaut. Sehen wir ihn. Oh, Mist. Toni Räuberschreck übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ach, verdammt, das nächste Mal kriege ich diese Kasse. Wie war das, Johnny? Ach, nichts, nichts, nichts. Das nächste Mal werde ich die Kasse mit einem Alarm sichern. So einfach wirst du es nicht nochmal haben, Freundchen. Naja, abgesehen von diesem kleinen Zwischenfall ist ja nochmal alles gut gegangen. Wer hätte gedacht, dass Bob mal kein Patzer unterlaufen würde? Ja, genau. Nee, was? Wie war das? Was? Ach, schon gut. Ach, Leute, ihr seid ja auch da. Ich komme mal in die Mitte. Das war ja echt eine gelungene Jubiläums-Schaumparty. Aber bei diesem Wetter ist das ja echt nötig. Wart ihr in diesem Sommer schon im Schwimmbad oder habt's vor? Schreibt's auch mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr links oben auf das runde Panda-Logo klickt, um unseren Kanal zu abonnieren. Und wollt ihr direkt weiterschauen, klickt auf eins der beiden Videos rechts im Bild. Ah, dann Leute, bis später.